Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir das Cinnamon-Brett von Domino's. Und wie ihr wisst, das geht ja durch Facebook, Instagram und so weiter. Dazu brauchen wir 30 Gramm Puderzucker. Das lasse ich jetzt durch einen MC durch und vermahle das auf Stufe 10 zu Puderzucker. Dazu kommt ein Ei Größe M, eine Prise Salz und 125 Gramm Milch, 40 Gramm Butter noch und 300 Gramm Mehl Typ 450. Alles auf Knetstufe vermische und wir geben auf die Arbeitsfläche etwas Öl, damit der Teig nicht klebt, und formen unseren Teig zu einer Kugel. Der Teig sollte mindestens 40 Minuten gehen, bis zur doppelten Höhe. Danach streichen wir den Teig aus und benutzen Zucker und Zimt. Das tun wir etwas vermischen und streuen diese Mischung über unseren Teig drüber. Könnt ihr machen nach Gusto, wie ihr möchtet. Könnt ihr auch was anderes nehmen. So, das tun wir noch etwas schön verstreichen. Abonnieren nicht vergessen. Und schneiden in 8 Stücke. Ich habe jetzt 10 Stücke, weil es schmeckt so super lecker. Da habe ich gleich mal 10 gemacht. Normal von Domino's sind es 8 Stücke. Auf alle Fälle schmeckt super lecker. Es wird super luftig, weich und hammergut. Ihr könnt schon mal eine Backofen vorheizen, 250 Grad vorheizen. Das Ganze tun wir mit 20 Minuten backen. 180 Grad Unterhitze, wie gesagt 20 Minuten. Für das Icing geben wir etwas Quark in die Schüssel und nochmal unseren Rest vom Zucker und Zimt und vermischen das. Ihr könnt da gerne irgendwas anderes nehmen, könnt das selbst irgendwas machen. Ich sage da mal viel Spaß beim Genießen. Ist wirklich super lecker. Ich sage da mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Mario Channel. Tschüss.